So, Icarus hat was entdeckt, aber was, wissen wir noch nicht. Ich muss mit ihm sprechen. Ja. Machen wir auch. Mal gucken, wie wir uns schlagen im Pantrikon, oder wie heißt das? Pankration. So. Dann werden wir das auch tun. Mit dem Quatern. Na du, alles gut? Und da versuche ich mal was. Ja, weil wir sind ja eingeölt. Und obwohl nur das schwarze Öl ist, das schwarze Öl, sag ich dir, du. Wo ist es da? Ich habe ja besser gesagt, dieses hier. Da steht 500 Schaden, wenn man ein schwarzes Öl. Jetzt weiß ich nicht. Ich ziehe das nachher mal an, dann, wenn ich da mich prügeln muss und dann. Gucken wir mal. Pankration, hier! Ja, die ist ja gut. Chance zur Teilnahme. Ja, hier mache ich. Ich komme hier wegen des Pankrations. Ja. Das muss ein Scherz sein. Nein. Uns fehlt nur noch ein Kämpfer, und zwar Testikles. Mhm. Der ist verhindert. Ihm geht es nicht gut. Er leidet unter dem Wasser. Ja. Wetter. Ja. Ich werde seinen Platz einnehmen. Schon gut. Spar dir das für den Kampf. Gut. Das kam noch nie vor. Doch die Menge würde toben, wenn das Pankration abgesagt wird. Ja, siehst du? Nun gut. Die Wettkämpfe beginnen in Kürze. Na gut. Und? Also los. Grünau. Ja, scheiße, hätte ich mich direkt umziehen sollen. Naja, gut. Bin ja dann schon nackelig. Mhm. Naja. Ja. Jo, Alkibia, das feuert mich an. Und jetzt sieht aber auch heiß aus. Ja, nicht du. Willkommen! Oh. Mit Freude darf ich euch Kallias vorstellen. Mhm. Ein ehemaliger Sieger in diesem Stadion. Und nun ein hochgeschätzter Kampfrichter hier in Olympia. Mhm. Es ist mir eine Ehre, dieses Ereignis anzukündigen. Verschwenden wir keine Zeit. Das Pankration. Ich halte keine lange Rede, denn wir wollen alle einen Kampf sehen. Bei Zeus, lasst den Wettkampf beginnen. War das beim ersten Mal auch so? Beim ersten Durchgang. Ich zerquetsch dich wie einen Käfer. Gut. Dann komm her. Das wird einfach. Ja. Oh, ja, und wie? Hast du recht. Wow. Einmal hörst du ganz klein laut, was? Ja. Und nu? Froschuh? War das schon alles? Ja. Das war gerade erst der Anfang. Was? Mhm. Nun, da unsere Herausforderin aufgewärmt ist, wollen wir mal sehen, wie sie sich gegen Erastos schlägt. Ja gut, gucken wir mal. Jetzt habe ich das ja nicht. Viel Glück. Kein Adrenalin mehr. Nee. Nicht blinzeln, sonst siehst du Sterne. Gut. Nein, nein. Jetzt hau ich dir mal ordentlich was auf die Fresse. Aua, Nein, nein. Halt, ich muss in den Fokus nehmen. Ja, und wie ich das schaffe. Au. Au. Das ist die richtige Einstellung. Genau. Ja. Hier bin ich. Jetzt hau ich dir was auf die Fresse, du Sack. Alter. Ja, das würde ich auch gerne. Ist Cassandra so über mir. Lecker. Lecker. Ja. Die Menge liebt dich, doch du bist noch nicht fertig. Was? Nicht fertig? Ein Nein. Schönes Opfer für die Götter. Meint ihr nicht auch? Mhm. Schon bald kommen wir zu unserem letzten Wettkampf. Die mächtige Cassandra gegen den amtierenden Meister Dorieus. Ach du Scheiße. Oh.
Gegen den Fleischklops. Ja. Einmal deine Sterne. Jo. Leckofani. Yes. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, gut, es war ja nicht schlecht. Ne? Haben ein bisschen was eingesteckt, aber ansonsten war das nicht schlecht. Nö, 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 nö. Hm, komm, mal das Knacken hier. Oh. Naja. Ich sag ja, man müsste sie. Erstaunlich, hat er eine Olympiasiegerin sein. Barnabas. Du bist in besserer Verfassung, als ich es bin. Oh, oh. Obwohl, wenn Sokrates ein bisschen gewillter. Oh. Alkibiades, geht es dir gut? Nee. Ich war aus mit Demophanes und Kallias, den bekannten olympischen Kampfrichtern. Zu viel billiger Wein? Hast du aus Medeas Becher getrunken? Medeas Becher? Glaubst du, er wurde vergiftet? Oh, oh. Du hast gefeiert? Wir sind in Olympia. Was soll ich sonst tun? Wir waren im Leonideum. Ja. Wenn du vergiftet wurdest, muss ich den Kampfrichter finden. Auf jeden Fall. Vergiftet? Meinst du, das wurden sie auch, oder? Mhm. Nein, niemals. Es sind gute Männer. Du glaubst doch wohl nicht, dass einer von ihnen... Doch. Sie veranstalten bei allen Spielen ein Fest, um die heilige Waffenruhe zu feiern. Mhm. Bleib bei ihm. Ich gehe der Sache auf den Grund. Ja. Na dann. Reiche mir den Olivenzweig und ich nehme den ganzen Wald. Ach, guck dir das mal an, Kallias. Oha. Na, sauber. Komm. Da unten. Ah. Ja, den holen wir uns doch gleich, oder? Oder wie sehe ich das? Schnell. Mhm. Zack. Der Tod eines Kultisten bestätigen. Ein Übel weniger auf der Welt. So, spartanische Heldenstiefel. Ja. Joa, fängt ja eigentlich ganz gut an, würde ich sagen, ne? Und, ja. Mal gucken, wie es weitergeht. Das ist ja wohl jetzt der Hit hier. Was geht denn hier ab? Ach du Scheiße. Oh Mann, hier liegen sie rum und woanders werden sie gesucht. Heimat deine Sterne. Na, ist das nicht geil? Ist da noch einer drin? Ne, muss man ja wenigstens mal gucken. Eureka. Das war definitiv Gift. Und Alkibiades war nicht das einzige Opfer. Nee. Finde heraus. Ach du Scheiße. Hier liegen sie auch rum. Oh Mann. Aber wo ist das jetzt? Ah, also muss ich woanders hin. Ja. Nein, 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 nein. Ah, hier drin bestimmt. Ja, 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 ja. Ja. Hier ist es. Das Essen riecht komisch, aber nicht verdorben. Ja, gut, komisch. Ja. Das ist der Beweis. Gift. Jemand hat es ins Essen und den Wein gemischt. Mhm. So, hier ist noch irgendwo was. So, was haben wir denn hier? Einkaufsliste. Ein Speiseplan für die Feier. Und der Name des Händlers. Statten wir diesem Priam einen Besuch ab. Oh ja. Auf jeden Fall. 91 Meter. Ja, eigentlich habe ich den Olympischen Frieden ja schon gestört, ne? Weil, ne? Ich weiß nicht, ob das da beim ersten Durchgang so alt so war. Das weiß ich nicht. Wenn ich jetzt ehrlich bin, ich weiß es nicht. Ah, hier ist er. So. Na, du Knaller? Und jetzt werden wir uns mal unterhalten. Bitte. Ja.
Bitte, ich habe nur getan, was man mir gesagt hat. Das ist überhaupt nicht wahr. Und jetzt tust du, was ich dir sage. Bitte, ich dachte, wir machen sie nur etwas langsamer, weißt du, damit sie verlieren. Ein paar Drachmen gewinnen. Mhm. Mein Freund Alcibiades könnte bereits tot sein und du redest von Drachmen. Der Goldjunge. Ich war dort. Er hat nicht viel genommen. Wenn du ihm das Gegengift verabreichst, überlebt er. Ja, dann geht er. Sag mir, wo es ist. Bestimmt findest du es bei der Festung Koroibos. Ein Mann von dort bezahlte mich. Such da. Bestimmt nicht. Ich kümmere mich um den Schuldigen. Aber zuerst um dich. Mhm. Jetzt lernst du meine Klinge kennen. Und du meine. Du Arschgesicht. So. Penner, ey. Ja. Nicht jeder ist für den Kampf gemacht. Ja, ja, hab ich schon. Schwanzlurig. So. Kleiner Wichser, armseliges Würstchen, ey. Gegen Cassandra. Oh, sorry. War da was, oder? Jo. Nee, hier. Doch nicht. Ich hab das Gegengift. Doch. Ich kann nicht, ich kann nicht, halt am besten die Fresse heute. Ja. Los, schlabber rein. Weil wenn ich den jetzt, dann hätte ich den, wäre der weg gewesen. Ja, wahrscheinlich. Ach, mehr Wein bitte, um den Geschmack wegzuspülen. Ah. Hippokrates wäre beeindruckt. Mhm. Ich spüre schon, wie meine Kräfte zurückkommen. Es war eindeutig steht anders. Steht letzter Kampf im Pankration aus? Mhm. Gehen wir. Genau. Gehen wir. Aber vorher, bevor ich kämpfe, ja, werde ich erstmal einiges andere machen, weil ich bin nicht voll und das hat damit eigentlich nichts zu tun. Pankration nehmen wir jetzt nicht an. Nein, wir werden jetzt erstmal hier ein bisschen Questhopping machen. Genau, weil das sind geile Quests. Ja, wirklich. Ich finde die Quest da. Das ist die erste, die nehmen wir mal. Und schauen wir mal. Hä? Was ist los, Kumpel? Hallo? So. Ey, ich sehe schon drei oder viermal drauf gedrückt und nichts passiert. Weiß nicht, irgendwas stimmt mit meinem Pad nicht. Aber gut, ist ja auch schon, ne, etwas älter. Und, naja, was heißt älter? Das ist mein zweites Pad. Eins habe ich gepfeffert. Söldnerin, ja. Wie wär's mit einem Blick in die Zukunft? Danke. Ich wüsste gern, was die Mäuren für mich bereithalten. Mhm. Sehr gut. Ja, das würdest du. Jeder möchte seine Zukunft vom großen Uso erfahren. Also, ich sehe große Dinge. Zum Beispiel? Naja, Dinge eben. Und morgen wird ein wirklich sonniger Tag. Gut. Danke, danke. Empfiehl mich weiter. Was ist ja, bloß prima. Aus den Spielen geworden? Ja. Jeder ist hier nur auf Drachmen aus. Na, halt doch die Fresse, du bist beklaut worden. Drachmen. Hey, haltet die Dieben! Hey, Dieben! Ja, sie ich will. Wie Phöbe und war ebenso geschickt. Boah, jetzt komm in Quark, ey. Ich muss sie aufspüren. Ja, machen wir auch. Lass die nicht mehr außer Augen. Ja, und das finde ich eben das Blöde. Komm sofort zurück, Dieben! Eine Straßendiebin. Genau wie Phöbe. Mhm. Wo ist sie? Jetzt ganz. Oh, jetzt habe ich sie schon eher. Ja, letztes Mal habe ich sie erst im Versteck da hinten irgendwo gekriegt. Ja. Ja, sowas bleibt mir dann im Gedächtnis. Ja. Was so mit Kindern zu tun hat oder irgendwas, das bleibt mir dann im Gedächtnis. Mhm.
Du hättest mich fast abgeschüttelt. Aber ich hab dich. Gib sie her. Was soll ich hergeben? Meine Drachmen. Hier, bitte. Tu mir nicht weh. Die haben mich dazu gezwungen. Ich wollte das nicht. Ehrlich. Mir ist ganz ruhig. Blöd. Ich tu dir nicht weh. Nee. Versprochen. Aber der Hauptmann bestimmt. Hauptmann? Ja, genau. Er zwingt uns zu solchen Sachen. Uns? Mich und die anderen Straßenkinder. Wieso lässt er euch stehlen? Wegen der Drachmen, Dummerchen. Du solltest höflicher zu Erwachsenen sein. So, was haben Erwachsene je für mich getan? Tja. Du hast recht. Klingt so, als müsste ich mit dem Hauptmann reden. Nicht reden, verprügel ihn. Er nahm mir sogar die Kette meiner Mutter ab. Ich krieg sie nur zurück, wenn ich für ihn stehlen gehe. Sie war alles, das mir von ihr geblieben ist. Ich hole dir deine Kette. Warum solltest du? Du erinnerst mich an jemanden. Jemand ganz Besonderen. Ja. Beschaffe die Halskette von dem Hauptmann. Von welchem Hauptmann? Ah, da. 395 Meter. Wisst ihr Bescheid. Beim ersten Durchgang hatte ich die Kette außerdem schon. Ja.